Ich suche die ganze Zeit den Bellboy, weil ich weiß, dass der noch eine Quest für uns hat. Aber der erscheint einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, um welche Uhrzeit der da ist, leider. Hallo, DJ Dr. Heckbert. Wie geht's? So. Heute ist Samstag in dem Spiel. Das heißt, heute können wir nochmal einen Cocktail trinken. Ja, woher wir jetzt den Thymian kriegen, das weiß ich nicht. Da müssten wir einfach random suchen im Grunde. Das Zutatensuchen verbinde ich gern mit dem Fotos suchen, mit dem Fotoplatz suchen, weil das hat schon mal funktioniert mit der Paprika. Ah ja, genau, ich war gestern gar nicht beim Sumpfkerl, das könnten wir noch machen. Ja, genau. Gestern ordentlich betrinken und zum Frühstück eine Meeresfrüchteplatte. Ich finde das eigentlich, also ich habe früher, also ich habe wirklich, ne, ich trinke ja gar nichts mehr, aber früher in meiner Jugend eben teilweise sehr viel, sehr, sehr, sehr viel. Und wollte ich am nächsten Tag schon immer sehr fettiges Essen eigentlich. Da hatte ich, Magenprobleme hatte ich nie nach einem Rausch. Ich hatte Probleme mit dem Kopf. Mit der Wahrnehmung und mit Antriebslosigkeit und psychisch-emotionale Probleme kamen dann später, als ich älter wurde. Also, das ist halt wirklich, in meiner Jugend konnte ich das halt auch einfach wegstecken. Aber abgesehen von den körperlichen Problemen, die immer schlimmer wurden, wurde es dann auch wirklich so, dass ich einfach 2 Tage lang echt depri war. Echt scheiße drauf. Einfach psychisch im Eimer. Und das war es dann irgendwann auch nicht mehr wert einfach. Es hat keinen Spaß mehr gemacht. Aber grundsätzlich habe ich immer gerne danach Fett gegessen. Viel, viel und Fett. Ja, ein Kontrabier, eine Kontramass. ich meine, es hilft zwar irgendwie schon, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, so eine Kontramass oder so, quasi so ein bisschen Alkohol am Tag des Katers, verzögert das Ganze eigentlich irgendwie nur. Und dann geht es einem länger ein bisschen schlecht. So ging es mir zumindest. Ach Gott, ey. Ich möchte das wirklich nicht mehr. Je länger ich drüber nachdenke, desto unangenehmer wird mir dabei. Aber lustig war es zu der Zeit manchmal schon auch. Manchmal war es schon nicht mehr lustig. So, es ist Mittag. Was machen wir denn jetzt? Patty, what's that? That tree? Or the water tower? That thing I'm pointing at, that. Like I said, what? That thing, right there, Patty. Just tell me what it is. How am I supposed to know which that you're referring to? Oh, you're goofing on me, ain't you? Nick, danke fürs Followen. Hallo, willkommen. Okay, skaten wir zur... Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt zu einer von den Hauptmissionen und machen die jetzt. Habe ich jetzt gerade Bock drauf. Ups. Ich will eigentlich ja schon auch wissen, wie es weitergeht. Das ist wirklich blöd. Einerseits würde ich echt gern ewig lang hier noch durch die Gegend laufen und die Fotos machen und Nebenquests und mit Figuren reden, weil ich auch die Charaktere halt einfach so interessant finde und so gern mag und alles. Und die Dialoge. Aber gleichzeitig will ich halt einfach jetzt auch wissen, wie es weitergeht. Und dadurch, dass wir in die Vergangenheit reisen können, samt unserem Inventar und unserem Fortschritt, könnten wir ja auch es durchspielen und dann die Nebenmission machen. Vielleicht mache ich das so ein bisschen, so halb-halb. Immer wieder mal ein bisschen questen, ein bisschen erkunden und so weiter. Aber dann auch wieder Missionen machen. Warum nicht? Das Schönste ist, wenn du richtig viel getrunken hast und dich dann ins Bett legst, dann fährst du erstmal Karussell. Das stimmt, das war für mich auch immer ganz schlimm. Wenn man im Bett liegt und alles dreht sich. Da gibt es ja den Trick, dass man ein Bein auf den Boden stellt, damit man dem Gehirn quasi so einen festen Ankerpunkt vermittelt. Aber das hat für mich nie funktioniert. Mir war dann immer noch schwindelig und ich hatte einen kalten Fuß. Das war nicht... Nee. Lena Doman, aka. So, in dieser Allee sollen wir uns umsehen.
hat zumindest der Orakelspruch gesagt. Ey, ich habe heute echt krasse Wortfindungsstörungen. Noch schlimmer als sonst. Puh. Zach, do you sense that? Wie oft bist du schon über der Schüssel gehangen wegen Alkohol? Ehrlich gesagt, in meiner wilden Jugend öfter, als ich es zugeben wollen würde. Befürchte ich. These trees have watched over this land for the past 300 years. Long before the Clarksons built up their town, these trees were here. If they could speak, I wonder what they'd have to say about this case. Has there always been a different number of trees on each side? Yeah. I heard that by the time our town came along, there were only 17 left. Das ist mir auch. Ich bin hier so oft durchgefahren, dass hier ein Baum fehlt, ist mir noch nie aufgefallen. Der sieht aber auch frisch ausgerissen aus. Bist du dir sicher, dass der schon immer gefehlt hat, Kind? Ich weiß ja nicht. Komisch, komisch. A general from the south might have cut one down during the Civil War. Intriguing, Patty. Why did he cut one down? I don't know. Folks say he planted a red tree in its place. Mm. I don't know if that's true or not, though. Zach, the shape of these seeds. They look just like the ones we saw at Lisa's altar. Wow, okay, das ist jetzt schon irgendwie cool, weil im Endeffekt geht ja die Hauptstory im ersten Teil maximal bis in die 50er, 60er Jahre zurück oder so. Aber wenn hier ein General im Unabhängigkeit, nicht Unabhängigkeitskrieg, was war der andere Bürgerkrieg, den die USA hatten, wie hieß der? Die USA hatte einfach echt zu viele Kriege an der Backe. Wie heißt denn der wirklich? Die Südstaaten gegen die und der amerikanische Bürgerkrieg. Heißt der wirklich einfach nur der amerikanische Bürgerkrieg? Ja, dann war es der. Aber auf jeden Fall, wenn da schon rote Bäume mit diesen Samen gepflanzt wurden, dann führt das Ganze ja quasi sehr, sehr weit zurück. Bin gespannt, ob das in dem Teil jetzt noch ein bisschen aufgeschlüsselt wird. Das wäre interessant, der Ursprung wirklich dieser Samen und so, wo das Ganze herkommt. Aber ob das, naja, schauen wir mal. Okay. Patty, it appears that legend about the red tree wasn't a total lie. The first tree is withered and gone, but the shells from its seeds remain. Perhaps that red tree left some descendants somewhere else. Oh, nein. Nein, das kann nicht sein, oder? Das ist total crazy. Jetzt wird's aber... Zach, he seems to know something that we don't. Jetzt spitzt sich die Lage aber zu. Wenn das tatsächlich der gleiche Dalmatiner ist wie aus dem ersten Teil... Da liegen ja viele Jahre dazwischen. Also ich meine, ich habe im ersten Teil immer gesagt, der Hund ist der wahre Übeltäter. Der steckt dahinter. Der Hund ist der Strippenzieher. Der Forrest oder wie er hieß, war nur der Handlanger. Der Hund ist das wahre Übel. Garantiert. Jetzt, das ist ein, ja. Doesn't it seem like he's trying to guide us somewhere? Ja. Genau wie im Vorgänger. What? What's going on? Change of plans, Patty. Aber im Vorgänger leitet er nicht Francis hier, weil sonst würde er sich ja vielleicht erinnern oder so, sondern die Polizistin, die man dann eine Zeit lang spielt. Das macht schon Sinn. Let's go on a little stroll with that Dalmatian. Dalmatina! Das war eine Regel, die eben im ersten Teil eingeführt wurde. Wenn man ein niedliches Tier sieht, so wie den Hund, muss man den Namen des Tiers ganz laut rufen. Folge dem rätselhaften Dalmatiner machen wir.
Du merkst, dass deine Wortfindungsstörungen nicht so schlimm sind, wenn du das Wort Wortfindungsstörungen noch beim ersten Versuch korrekt aussprichst. Das stimmt. Irakel hin oder her. Irakel Wip. Ah, ich habe den Hund verloren. Da ist er, Gott sei Dank. Können wir dem auch hinterher skaten? Wahrscheinlich, warum nicht? Yeah! Ich bin ja gespannt, ob dann 2030 der dritte Teil von Deadly Premonition kommt. Immer so 10 Jahre Abstand. Wär schon cool. Ganz genau. Das ist schon sehr verdächtig, dass der hier auch dabei ist, ne? Das Spiel spielt auf der anderen Seite der USA und irgendwie 10 Jahre vorher oder so. Oder 5? Auf jeden Fall einige. Wahrscheinlich 5. Aber trotzdem. Das kann kein Zufall sein. Im Grunde ist Francis York Morgan wirklich wie Dirk Gently. Der lässt sich halt einfach... Da kommt ein Dalmatiner und bellt und dann sagt er, okay, wir verfolgen jetzt den Hund, weil offensichtlich ist das wahrscheinlich wichtig. Alles hängt irgendwie zusammen. Sagt er sogar an einer Stelle mal, dass alles zusammenhängt und deswegen ermittelt er so. Und in seinem Kaffee sehen Buchstaben aus wie KJ und deswegen geht er... Ne, es ist halt immer... Er geht halt so rum, redet mit Leuten, erlebt Sachen... Und dann passiert was und dann denkt er sich, vielleicht ist das wichtig. Schauen wir mal. Und dann ist es auch meistens wichtig. Ein FBI-Agent. Ein Hund. 5 Fliegen. Gemeinsam sind sie Team Skate Force. Team Skate Force. Rettet die Welt! Der FBI-Agent hat so viele Fliegen wie der Dalmatiner Punkte! Team Skate Force! Da, 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 da. Eine gute 80er-Jahre-Action-Serie. So, Dalmatiner, willst du mich zu dem roten Baum bringen? Offensichtlich. Dann schaue ich mir den mal an. Ein roter Baum. Is this the red tree that General planted? No way! This is a maple tree! Huh? A maple tree? Then it shouldn't be red at this time of year. You're right. That's strange. A long time ago, my mama and daddy used to come here together a lot. They told me they used to go on dates here, back before I was born. Mama would make sandwiches, then they'd come here and eat them together. My mama was really pretty, you know. When I was a kid, I believed she was a real goddess. Under the boughs of a legendary tree that stayed red all year long, a small miracle was born. One man managed to win the heart of the most beautiful girl in the world. And they call him Melvin Woods. Looks like it's time to move on. What a fantastic guide we managed to find. He actually waited for us to finish talking before taking us on to the next spot. Ist halt ein sehr höflicher Hund. Mal schauen, ob wir vielleicht mit ihr neue Dialoge haben, die wir abklappern können, während wir den Dalmatiner verfolgen. Scheinbar nicht. Na dann. Da können wir super springen. Achtung. Oh ja. Habe ich mir cooler vorgestellt. Ups, Entschuldigung, Hund. Zum Glück ist er aus Stahl. Wieder ein Indiz. Der Hund ist das Böse. Dalmatiner!
Kann ich es dir auch anschieben, wenn ich es schaffe, vor den zu rollen? Das wird knifflig, aber ich versuch's mal. Ah, wenn der so Haken schlägt, wird es noch schwerer. Oh, nee. Der schiebt uns nur zur Seite, glaube ich. Springt jetzt über den Zaun? Nee, ich habe mir schon gedacht. Wir haben doch keine Sprunganimation extra für den Hund gemacht. Ist das hier nicht Xaviers Gegend? Mit seinem kleinen gelben Häuschen? Ich glaube schon, aber wir sind scheinbar auf der Durchreise. Na gut. Eigentlich könnte ich auch zu Fuß gehen und ganz viel Sachen sammeln. Ups, oder in die Luft hauen. Aber da liegt überall Loot. Könnte man schon. Ich meine, der Hund ist eh nicht so schnell. Kann man immer wieder absteigen. Und ein bisschen looten. Wenn was auf der Minimap erscheint. Was nicht mehr der Fall ist jetzt. Also vergesst einfach, was ich gesagt habe. Ich hätte einfach nur hinten ums Haus gelaufen, statt vorn vorbei. Meine Güte. Es ist noch sehr weit, Dalmatina. Ach, wenn ich das so sehe, hätte ich gern Hund und ein Skateboard. Und Skills. Skateboard-Skills. Das ist schon cool mit dem Hund Gassi fahren. Muss halt echt ein sehr gut aufs Gassi fahren erzogener Hund sein. Dass der nicht zu sehr an der Leine zieht, weil sonst reißt er ihm schnell mal vom Board wahrscheinlich. Das ist nicht gut. Da muss man schon ein gutes Team sein für sowas. Also, oder man braucht gar keine Leine. Kann, aber ja. Ah, ich glaube, ich weiß schon, wo wir hinfahren, oder? Moment mal, ein Baum mit roter Rinde? Aber ohne Blätter. Wir liegen hier am Boden rum wahrscheinlich. Das ist ja skurril. So einen hatten wir auch noch nicht. Ein roter Baum. Hey, Paddy. How would you rate this creation? Not bad, I reckon. They made good use of its natural form, while also pulling out the soul from within. The artificial color also looks pretty. You don't usually see this level of harmony. Something unnatural always ends up getting left behind. Zach, did you catch all that? Hey. Doch. Was? She sounded just like the curator of an art gallery in New York. I think we may have just uncovered a new side of her. But unfortunately, I can't see anything artistic about it. Honestly, it looks insane to me. That's all I get from it.
And there's no way that this is a descendant of the tree that the general planted. Man muss sich das mal wirklich vor Augen führen. Eine Stimme aus dem Off. Eine geisterhafte Stimme hat zu unserem Ermittler gesagt, er soll irgendwie dahin gehen, wo die 17 Zeugen der Zeit irgendwie die Gründung der Stadt miterlebt haben. Und dann denkt er sich, oh, da gibt es eine Straße, da stehen viele alte Bäume. Und dann geht er dahin und dann ist da ein Hund. Und dann sagt er, oh, ein Hund, laufen wir dem Hund mal nach. Und so löst der seine Fälle. Und zwar erfolgreich. Das ist das, was ihn so genial macht. Das ist schon witzig. Und der Hund umkreist einfach einmal den Baum. Wäre witzig, wenn er schnuppern würde und dann hinpinkeln und dann rennen wir weiter oder so. Das wäre realistisch. Vorsicht, hier sind Alligatoren, Hund. Nicht zu nah ans Wasser. Warte mal, was? Schwimmt der jetzt durchs Wasser? Ja, macht er wirklich. Cool. Habe ich gerade noch gesagt, so von wegen, nee, die haben bestimmt keine Sprunganimation gemacht, aber eine Schwimmanimation. Nur für die kleine Stelle hier. Faszinierend. Muss ich mich nur beeilen, dass wir den wiederfinden. Oh oh. Ist er schon aus dem Wasser draußen? Ich glaube, wir haben ihn verloren. Mist. Der ist garantiert schon weg, oder? Ah, nee, der ist noch gar nicht weg. Der paddelt super langsam. Na, dann hatten wir noch mal Glück. Und er hatte auch Glück, weil, wie gesagt, Alligatoren hier. Überall. Ich habe doch noch gesagt im 24-Stunden-Stream, dass bei dem einen komischen Sumpfwasserwerk, wo der erste rote Baum stand, wahrscheinlich das große Finale stattfindet oder so. Aber jetzt, wo der rote Baum in diese Quest hier mit eingebunden war, bin ich mir dann nicht mehr so sicher, ob da noch was kommt. Vielleicht war es das auch schon. Im ersten Teil hatten eigentlich die roten Bäume immer was zu bedeuten. In Georges Garten stand ein roter Baum zum Beispiel. Hätte man schon von Anfang an ahnen können, dass da was nicht stimmt. Aber ja. Ups, jetzt habe ich ihn aus den Augen verloren. Nein, bitte nicht. Ah, damn it. Das gibt's ja nicht. Jetzt habe ich ihn verloren. Ob der auf mich wartet? Ob wir jetzt von vorn anfangen müssen, oder? Oh Mist. It appears that we've lost sight of our guide, Zach. Nein. Oh well, let's head back to the last tree. Nein. Nochmal zurück zum vorherigen Baum. Ah, na super. Ah, ich hab's befürchtet. Na, hilft dir nicht. If this town has a symbol, it's got to be that bridge hanging over the bayou. Lift bridges are truly a rarity. Reminds me of Duluth, Minnesota. Remember what happened there? That man went to such great lengths to collect his victims' tongues. You know, the one who would French kiss them every day as they slowly decompose. As I drove him to the station after his arrest, he started lecturing me on the proper way to give someone a kiss. Patty's okay? She acts strong, but it seemed like she was deeply distraught. Where did Melvin disappear to? The same goes for her mother.
Candy. We never even got a chance to meet her mother. Did they get swallowed up into the Clarkson's vortex as well? We need to hurry, Zack. As of now, Patty could be in danger. Can't stop moving until we find the source to all this chaos. Did you notice it yet? The streets in New Orleans were a mess. All busted up and undergoing maintenance. The city was built on a swamp, so the ground is soft. Fargo. Das könnte durchaus eine Anspielung sein an Fargo. Okay, Dalmatina. Nochmal das Ganze. Zack, we can't. Ja, diesmal bleibe ich ihm auf den Fersen. Ja, aber ich weiß nicht. Der hat den Baum umkreist und war plötzlich weg. Der hat sich aufgelöst, wegteleportiert. Explodiert! In den Boden gebuddelt, man weiß es nicht. Irgendwas ist mit dem passiert. Ich bin gespannt, wenn wir wieder an die Stelle kommen. Ich hoffe, ich verliere ihn diesmal nicht aus den Augen und bin gespannt, wo er hinläuft, wo wir hätten hinlaufen müssen. Doggy, Chump. Yeah, das war ein Doggy Wall Chump Slide Grindle. Bindle Grindle. Smindle. Okay, die Stelle kennen wir ja schon. Schade, es wäre so cool gewesen, wenn ich über die Mauer hätte springen können, wollen dürfen, hätten. Wo ist er denn, der Dugu? Ah, da kommt er. Frag mich, ob ich zu Fuß mit ihm mithalten kann. Schwierig, aber mit immer wieder Sprinten wird es gehen, weil dann verliere ich ihn nicht so leicht aus den Augen. Ich würde auch zumindest bis zu dem Durchbruch noch ein bisschen skaten. Ist einfach gemütlicher, muss ich nicht dauernd sprinten, Ausdauer regenerieren, sprinten. Man kann einfach ungefähr mit angepasster Geschwindigkeit hinterher skaten. Okay, es wird kritisch. Meine Damen und Herren, wir kommen zum kritischen Teil. Konzentration jetzt. Halt ein bisschen Abstand. Jetzt hätte ich ihn fast schon wieder verloren mit den Büschen, aber ja, diesmal haben wir es. Puh, das ist aber gar nicht so ungemein. Ungemein gemein ist es aber auf jeden Fall. Dauert die Quest noch lange, Hund? Weil schön langsam muss ich in die Kneipe, aber ein paar Stunden haben wir schon noch. Aber schon langsam müssen wir den Samstagscocktail trinken. Weil wenn Sonntag geschlossen ist, fehlt nur noch der Montagscocktail. Dann haben wir die Cocktail-Quest abgeschlossen. Dann sind wir der beste Freund vom Barkeeper und kriegen eine der Perlen. Darum geht's nämlich. Deswegen mache ich das eigentlich. Es gibt ja diese große Voodoo-Quest. Gott, ich muss aufpassen hier schon wieder. Diese große Voodoo-Kerl-Quest. Für die wir die ganzen Freundschaftsperlen sammeln sollen. Eine haben wir schon, die Perle der Dunkelheit oder so. Ich glaube, das hat irgendein Gegner mal gedroppt oder so.
Und jetzt hat er uns den Tipp gegeben, dass wir bei dem Feuerwasser-Obermufti irgendwie... Keine Ahnung. Auf jeden Fall sollen wir, glaube ich, die ganzen Cocktails trinken. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Und dann können wir ihm nach dem nächsten Tipp für die nächste Perle fragen. Weil was wir kriegen, wenn wir alle 5 Perlen haben, wird mich schon auch ziemlich interessieren. Grünes Auto! Es ist noch sehr weit, Dogomil. Weil schön langsam... Will ich den nicht mehr dauernd nachlaufen? Okay, hier höre ich lieber auf. Skaten. Ich stoße sonst nur irgendwo an die Wand und bleib hängen und alles eskaliert. Und wieder raus. Der Hund ist ein Trottel. Wenn wir jetzt in die Felder reinlaufen, wird es aber echt schwierig, dem zu folgen. Gute Nacht, Flatbrain. Mach's gut. Bis bald. Ich weiß, also wenn mich nicht alles täuscht, steht nämlich auf der Farm von der bösen Familie ein roter Baum. Wenn wir da jetzt auch noch hinlaufen, da laufen wir aber ganz schön lange. Also ich meine, das Herrenhaus, nicht die Farm. Sondern wirklich das Anwesen. Oh, wir raufen wirklich in die Zuckerplantage. Na wunderbar. Na wunderbar. Ich hoffe, der bleibt wenigstens auf dem Weg und verschwindet jetzt hier nicht im Gebüsch. Ah, der kann durchs Gebüsch laufen. Na wunderbar. Das wird ja was. Na bitte, bitte bleib sichtbar, Hund. Ich weiß nicht, ob ich... Also das ist dann schon gemein. Das wäre schon gemein, wenn er jetzt abtaucht hier. Okay. Noch geht's soweit. Oh, das ist jetzt echt gemein. Damn it. Ah, da ist er wieder. Okay, gut. Das ist schon eine fiese Quest hier. Eine seltsame und fiese Quest. Aber ich sehe den roten Baum. Okay. Ich kann das Ziel schon sehen. Ich bleibe jetzt vorsichtshalber trotzdem mal bei ihm hier. Nicht, dass die Quest noch scheitert, wenn ich jetzt vorlaufe. Ist das nicht ein Foto, das wir machen müssen? Nee, das ist was anderes. Aber es ist das gleiche Gebäude. Steht aber woanders. Jetzt geh schon rüber zu dem roten Baum. Wir wissen alle, wo wir hin müssen, Hündchen. Gibt's doch nicht, wirklich jetzt? Okay, doch, jetzt. Das sieht schon sehr aus wie so ein roter Baum aus dem ersten. Oh ja, sogar mit der blutigen Rinde, mit den komischen roten Adern.